Das ist doch natürlich und deshalb sollten wir das so machen. Natürlichkeit oder das, was wir als Natürlichkeit bezeichnen, wird in Diskussionen oft ohne zu begründen als Totschlagargument gebracht, um etwas als positiv darzustellen. Natürlichkeit wird allgemein immer mit gut und Unnatürlichkeit mit schlecht assoziiert. Aber was bedeutet denn Natürlichkeit? Oder fangen wir damit an, was bedeutet denn Natürlichkeit für die meisten Menschen? Es bedeutet, dass alle Abläufe, alle Kreisläufe, alles was uns, den Menschen umgibt, so einfach passiert, ohne dass wir intervenieren. Also dass wir die Natur ihren Lauf lassen, dass wir keine Maschinen bauen, die schneller Nährstoffe aus der Erde ziehen oder keine Pflanzen verändern gentechnisch, sodass sie ertragreicher werden und keine Medikamente entwickeln, die uns länger leben lassen, so denn es der Idealfall ist und so weiter. Das bedeutet für die meisten Natürlichkeit. Doch wir Menschen sind doch auch, zumindest irgendwann, bevor wir pervertiert sind, ein Teil dieser Erde gewesen, ein Teil dieser Natürlichkeit. Das wird niemand ernsthaft bestreiten. Und nun kann man zwei Ansichten haben und jetzt wird es sehr interessant. Erstens, das Gehirn, was uns dazu geführt hat, dass wir Maschinen bauen, Medikamente, bla bla bla, das Gehirn ist eine Entartung, eine Krankheit, eine Unnatürlichkeit, die irgendwann entstanden ist, dass irgendetwas Unnatürliches passiert ist, eine Energie irgendwie falsch gepolt wurde oder Gott einen schlechten Tag gehabt hat. Unser Gehirn und das Ego, das sich damit entwickelt hat, hat dann dazu geführt, dass sich diese Unnatürlichkeit manifestiert und ausgebreitet hat. Deswegen leben wir heute alle so unnatürlich. Diese Unnatürlichkeit, in der wir dann heute leben, die hat dann jetzt, kann man so sagen, die Erde unterjocht, wir haben die Erde im Griff und ist jetzt dominierendes Element auf diesem Planeten. Und das ist eine Ansicht, die durchaus sehr viele Menschen vertreten, sehr viele Menschen. Sehr viele Menschen sprechen, wenn sie so im Modus sind des Smalltalks, und teilweise auch wenn sie bewusst reden, dass wir heute in einer unnatürlichen Welt leben. Und gerade natürlich im alternativen Bereich, wo man ja auch immer wieder so den Fokus zurück hatte anstatt nach vorne, da ist es oft so, dass wir ganz oft mit diesem Argument, das ist unnatürlich, ja, uns ja, begegnet sehen. Und auch ich benutze dieses Argument Natürlichkeit auch immer. Ich hoffe, und da kommen wir jetzt gleich dazu, aber in einer anderen und etwas tiefer gehenden Ebene. Aber bleiben wir erstmal hierbei. Sehr viele Menschen vertreten das. Wie können wir nun erwarten und denken, dass diese Unnatürlichkeit, in der wir dann jetzt mal angenommen alle leben und die alles andere vernichtet hat und die Erde unterjocht hat und dezimiert hat und sich zur Krone der Schöpfung ernannt hat, wie kann es sein, dass wir denken, dass wir dann mit einer Natürlichkeit, also einem Blick, der zurückgerichtet ist, diese Unnatürlichkeit, die ja den Kampf mehr oder weniger gewonnen hat, also wir haben es geschafft, quasi die Erde so ein bisschen, ja, nicht zugrunde zu richten, aber es sind ja einige ökologische Entwicklungen, die nicht so cool sind wie die Ozonschicht und die Eisberge und so weiter. Wie kann es sein, dass wir dann denken, dass wir mit etwas, was bereits verloren hat, diese Schlacht dann wieder gewinnen können? Das heißt, Natürlichkeit ist in diesem Zusammenhang ja eher so eine So was Romantisierendes. Es ist etwas, was in der Vergangenheit liegt. Aber wir sind jetzt schon mal weiter. Ein Diamant oder was auch immer der härteste Stoff der Welt sein wird, den kannst du eben auch nur mit einem Diamanten schleifen. Und du wirst einen Diamant mit einem weicheren Material niemals bearbeiten können. Genauso kannst du Unnatürlichkeit, wenn sie denn überhaupt existieren kann, auch nur mit Unnatürlichkeit bekämpfen. Weil eben diese Unnatürlichkeit, Stand jetzt, die Erde und ihre Lebewesen dominiert. Unnatürlichkeit zum Beispiel Medien. Die Medien dominieren die Erde. So. Und ohne medialen Einfluss wirst du es nicht schaffen, diese Erde wieder zu dominieren im Sinne, dass eine Natürlichkeit oder eine natürliche Lebensweise im Vordergrund steht. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal ausgehen, wir leben wieder so, dass wir uns ohne Technologie draußen bewegen und machen. Wie soll das denn sich verbreiten? Jetzt könnte man sagen, ja gut, vielleicht von dort ausgehend und dann halt Stück für Stück weiter. Aber
die mediale Gewalt, die mediale brachiale, der brachiale Einfluss der Medien und schon die Diversifikation innerhalb dieser Welt, die ist einfach zu groß, als dass wir mit ohne die Nutzung der Medien wieder zur Natürlichkeit zurückgehen könnten. Das heißt, wir müssen es benutzen. Also ist Unnatürlichkeit notwendig, um Unnatürlichkeit zu bekämpfen. Praktisches Beispiel auch in der Ernährung ist das Vitamin B12. Da unsere unnatürliche Lebensweise dazu geführt hat, dass wir alles industriell ernten, Hochdruck reinigen, eventuell noch Wärme behandeln und so weiter, müssen wir unnatürlich B12 substituieren. Also entweder im Fleisch, indem wir das den Tieren beigeben, oder indem wir das, wenn wir uns pflanzlich ernähren, direkt als Supplement nehmen. Also wir müssen das quasi unnatürlich in unseren Alltag einbringen. Sonst funktioniert es nicht. Also bleibt festhalten, wenn wir annehmen, dass wir in einer Welt der Unnatürlichkeit leben, das ist immer noch die erste Theorie, ne, dann brauchen wir auch Unnatürlichkeit, um Gutes zu bewirken. Ist also Unnatürlichkeit ein Instrument des Guten? Also könnte man sagen, Unnatürlichkeit kann etwas Gutes sein. Also ist dieses Grundargument, natürlich ist gut, unnatürlich ist schlecht, anhand der ersten Theorie können wir das schon mal zu den Akten legen. Zumindest in dieser ganz extremen schwarz-weiß Ansicht. Aber denken wir mal etwas größer. Wäre es zu vermessen zu behaupten, dass das Universum, Gott oder die kosmische Intelligenz, die hinter all diesem steht, durchaus unser Gehirn und die Entwicklung des Egos und aller damit verbundenen Begleiterscheinungen so konzipiert hat, wie es sein sollte? Dass wir also uns nicht über die kosmische Intelligenz erhoben haben und wir nicht die Gesetze der Natur geändert haben, sondern uns nach wie vor in ihnen bewegen, also natürlich sind, dass wir nicht so machtvoll sind und Gott vernichtet haben und die kosmische Intelligenz an der Nase herumgeführt haben, sondern dass wir, ja, dass wir einfach ein Teil von allem sind und nicht der Nabel des Universums, sondern irgendwie so eine kleine Schmeißfliege im Universum, wo es egal ist, ob es sie gibt oder nicht. Ist es wirklich so unrealistisch? Und dann komme ich relativ schnell dazu zu erkennen, dass alles natürlich ist. Alles ist natürlich. Und dann gibt es eben keine Unnatürlichkeiten. Und jegliche Argumentation kann man da im Keim ersticken. Und die Zeit lieber nutzen, um sich bewusster zu werden und im Sein, im aktuellen Moment zu leben. So zu leben, wie, wenn man sich selbst bewusst ist, es der eigenen individuellen Art und Weise in genau dieser aktuellen Welt erfordert. Es kann natürlich sein, an einem Handy die Navigation einzugeben. Vor 1000 Jahren nicht, okay, heute ja. Wir sind die Natur. Das ist meine Meinung. Alles was wir tun, ist natürlich und folgt Gesetzmäßigkeiten der Natur. Wir können uns nicht über die Natur erheben. Wir sind Teil der Natur und alles was wir tun, ist richtig, ist natürlich. Auch wenn unser Ego nicht immer damit zufrieden ist und unsere Ansprüche an ein ökologisches Leben, an ein ethisch-moralisches Leben und so weiter. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich kann das bestätigen. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Ich bin sehr gespannt auf deinen Kommentar.